Ich werde ein bisschen aufräumen gehen. Das können wir doch auch morgen tun. Die ersten Interessenten kommen morgen um 9. Das ist ein Gebäude für junge Leute, weißt du? Die Treppen. Na, komm schon. Wir können uns auf eine Million einstellen, vielleicht noch mehr. Ich will nur nicht, dass Lilly uns so rumkommandiert wie ihre Mutter. Wir sehen uns morgen früh um 8.30 Uhr. Wir lieben deine Sachen, Alex. Aber zurzeit passt sich der Markt dem jüngeren Geschmack an. Die wollen, dass wir verschwinden. Ihr steht jetzt kurz vor einem Bieterkrieg, Leute. Ich habe schon Paare gehabt, die haben mir fast ihr Kind angeboten. Das ist mir zu verwirrend. Ach, entspann dich. Das ist mein täglich Brot. Ich habe über diese Besichtigung gelesen. Da wird aber geklaut. Ich werde die Möbel alle festnageln, ja? Oh, hallo. Oh, nee. Hier, mein Fuß, mein Fuß. Überprüfen, ob wir die Schlafzimmerwand einreißen können und den ganzen Müll hier rausschaffen, um mehr Platz zu kriegen. Ich muss die Schlafzimmer immer ausprobieren, um zu wissen, wie es ist, da zu schlafen. Könnten Sie vielleicht das Licht ausschalten? Hey, was ist ein Junior-Schlafzimmer, bitte? Hat das Etagenbetten? Falls ja, kannst du oben schlafen. Oh, die ist viel schöner. Oh, ja, dann lass uns beten. Wir haben unsere ja noch gar nicht verkauft. Aber werden wir. Als Luz und ich nach Brooklyn gezogen sind, kam uns das vor wie ein Außenposten. Und wir mochten es. Hier ist es so schön hell. Wir wollen Interessenten noch mal bieten lassen. Wir verzichten auf ihre Wohnung. Werfen Sie sie wieder auf den Markt. Ich hoffe, Sie kriegen eine Milliarde dafür. Haben wir nicht immer gemacht, was wir wollten? Wir haben geheiratet, als das noch in 30 Staaten gegen das Gesetz war. Und wie schwer kann es im Vergleich dazu sein, eine neue Wohnung zu finden? Was suchen wir? Führen wir denn kein gutes Leben? Ihr habt die Wohnung verloren, ich habe noch viele andere. Ihr könnt jetzt nicht mehr zurück. Wir zwei können ganz sicher das tun, was wir wollen. Schlag ein. Oh. Ja.